Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Da kamen Jesu Mutter und seine Brüder und Schwestern. Sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwester stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder und Schwestern? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ist euch was aufgefallen? Seit 3 Tagen in Folge, der Sonntag war dazwischen, aber die Lesefolge von Markus hören wir von der Familie. Am Samstag von den Angehörigen, die Jesus mit Gewalt wegholen wollen, weil er von Sinnen ist, weil er nicht einmal zum Essen kommt. Gestern hören wir von der Familie, dass sie, wenn sie in sich gespalten ist, keinen Bestand hat. Und heute hören wir von Jesu Mutter, Brüder und Schwestern. Und im Schauen so vom Kontext habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob nicht heute die Fortsetzung ist von Samstag. Weil wir hören gar nicht, ob sie dann wirklich hingegangen sind. Sie haben sich aufgemacht auf den Weg. Vielleicht sind sie heute angekommen. Es sind so viele Leute um Jesus herum, dass seine Familie, seine Mutter und seine Geschwister draußen stehen bleiben und ihn herausrufen lassen. Und ich habe dann für mich so das Bild gehabt, dass das, was er jetzt sagt, nicht wirklich über seine Familie etwas aussagt, sondern eine Lehrgeschichte ist. Er fragt, wer ist wirklich meine Familie? Wer sind meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern? Wer ist mir wirklich nah? Wer gehört zu mir? Und die Antwort darauf ist: Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Und das geht offensichtlich über die Blutsverwandtschaft hinaus. Und auch er selbst sagt im Johannesevangelium, als er mit der Samariterin am Jakobsbrunnen spricht, dass sein Brot, seine Nahrung das ist, dass er den Willen Gottes tut. Und dann habe ich mir gedacht, er spricht da die Menschen an, die so rund um ihn herum sitzen, so wie er jetzt da sitzt und wie er zu Hause sitzt. Und was tun diese Menschen, wenn er von ihnen sagt, sie tun den Willen Gottes? Sie hören ihm zu. Hören, ihm zuhören ist offensichtlich den Willen Gottes tun. Und das war auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, das kann eigentlich nur eine Lehrgeschichte sein, denn von seiner Mutter könnte er nicht sagen, dass sie nicht zuhört, sonst wäre er nicht. Würde sie nicht den Willen Gottes tun, wäre sie nicht seine Mutter geworden. Es geht also darum, mit Jesus Zeit zu verbringen. Und ich habe mir dann so gedacht, es gibt manchmal so Menschen, zu denen sagen wir, das ist wie ein Bruder, wie eine Schwester für mich. Und dann ist für alle klar, das ist jemand, mit dem ich viel Zeit verbringe und verbracht habe. Und fasziniert hat mich auch dieser Kreis, den er anschaut. Die sitzen nicht wie in einer Schule in Reihen hintereinander, auch das tut man heute teilweise nicht mehr, sondern die sitzen im Kreis um ihn herum. Und meine Frage ist so für heute auch, wo bin ich? Bin ich draußen, so wie es über die Familie von Jesus heißt? Oder bin ich drinnen in diesem Kreis, wo keiner einen wichtigeren oder einen schlechteren oder besseren Platz hat? Bin ich dort, wo ich zuhöre, oder bin ich außerhalb, wo ich nur über Jesus spreche? Und dieses Hören
kann ganz viel sein, dieses Hören auf Jesus. Das kann sein, indem ich in der Stille bin, indem ich das Jesusgebet bete, indem ich die Bibel lese oder die Bibel in einem Jahr höre oder lese. Kann aber auch sein, dass ich höre auf eine Einladung, in der Wärmestube für Menschen da zu sein oder einem Obdachlosen zuzulächeln oder auch mit Asylwerberinnen und Werbern und nicht nur aus der Ukraine Deutsch zu lernen, ihnen zu zeigen, dass sie willkommen sind in unserer Gesellschaft. Das kann ganz, ganz viel heißen. So lade ich uns heute ein, heute an diesem besonderen Tag besonders, weil wir nur heute haben, uns zu entscheiden, wo möchte ich sein? Möchte ich hörend sein? Möchte ich im Kreis rund um Jesus sein oder draußen? Und ich glaube, ich kenne unsere Antwort und so lade ich uns ein, dass wir heute auch Schritte tun im Hören auf Jesus.